Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die sozialliberale Koalition in Bonn kann in den nächsten 4 Jahren mit einer wahrscheinlich größeren Mehrheit weiterregieren. Nach den bisher vorliegenden Hochrechnungen hat zwar die SPD bei der heutigen Bundestagswahl ihren Stimmenanteil von 1976 kaum verbessern können. Ihr Koalitionspartner, die FDP, scheint jedoch erheblich hinzugewonnen zu haben. Deutliche Verluste musste die CDU-CSU-Opposition hinnehmen. Dennoch dürften die Unionsparteien die stärkste Fraktion im Bundestag bleiben. Die Grünen verfehlten ihr Ziel, ins Bonner Parlament einzuziehen. Sie blieben wie die anderen kleinen Parteien weit unter der 5%-Marke. Zur Wahlbeteiligung gibt es noch keine verlässlichen Angaben. Es wird aber vermutet, dass sie heute geringer ausfiel als 1976. Damals gaben 90,7% der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Zu einer neuen Hochrechnung schalten wir nun um zu Günter Siefert ins Infas-Institut in Bonn-Bad Godesberg. Inzwischen sind fast alle der 252 nach repräsentativen Gesichtspunkten ausgewählten Stimmbezirke des Instituts für angewandte Sozialwissenschaften ausgezählt. Wir geben jetzt eine Hochrechnung und wir brauchen kaum Korrekturen anzugeben gegenüber der Hochrechnung, die wir bereits eine halbe Stunde nach Schließung der Wahllokale, also gegen 18.33 Uhr, gegeben haben. Das neue Parlament, der Bundestag 1980, wird demnach so aussehen. Die Unionsparteien verlieren 16 Mandate, haben insgesamt 227 Parlamentssitze. Die SPD gewinnt 2 Mandate und eindeutiger Gewinner ist die Freie Demokratische Partei mit 14 Mandaten, jetzt 53 insgesamt. Ich möchte Ihnen auch in dieser neuesten Hochrechnung nun die Prozentanteile für die einzelnen Parteien geben. Hier sind sie. Für die Union wird registriert 44,8%, die SPD 42,6, genau wie vor 4 Jahren, die FDP 10,5%. Und zur Verdeutlichung der Differenzen für die einzelnen Parteien, Vergleich 1976, 1980, die Gewinn- und Verlustbilanz. Für die CDU, CSU, ein Verlust von 3,8%. Bei der SPD haben wir im Augenblick Gleichstand gegenüber 1976. Die FDP registriert einen Gewinn von 2,6%. Die Grünen, die vor 4 Jahren nicht dabei waren, 1,7%. Die anderen Parteien haben weiterhin Stimmen verloren. Ich gebe zunächst zurück zur Tagesschau. Unmittelbar nach Bekanntwerden der ersten Hochrechnungen haben sich Bundeskanzler Schmidt und der FDP-Vorsitzende Genscher noch für heute Abend zu einem Gespräch über die Fortsetzung der sozialliberalen Regierungskoalition verabredet. Nach Angaben von Regierungssprecher Böllling ging der Vorschlag vom Kanzler aus. Wann und wo das Treffen stattfinden soll, ist bisher nicht bekannt. Wie der Wahlausgang bei den Parteien aufgenommen wurde, dazu nun direkt aus dem ARD-Wahlstudio in Köln, Friedrich Nowotny. Hier ist das ARD-Wahlstudio in Köln. Eigentlich hat es sehr früh an diesem Abend eine Gesprächsbereitschaft in den Parteizentralen gegeben. Die Generalsekretäre waren zumeist die Ersten, die Stellung zu diesen Ergebnissen genommen haben. Jetzt, nachdem die Atemlosigkeit ein wenig verflogen ist, nachdem in den Präsidien über die Hochrechnung nachgedacht und diskutiert worden ist, gibt es erste Stellungnahmen, möglicherweise eine Etage höher als vorhin. Ich rufe die SPD, dort sehe ich Ernst-Dieter Luk mit dem SPD-Bundesvorsitzenden Willy Brandt. Ja, Willy Brandt hat zugehört, wir haben die Hochrechnungen gehört, exakt, Herr Brandt, dasselbe Ergebnis wie vor 4 Jahren. Damals haben Sie gesagt, das sei das zweitbeste Ergebnis gewesen, das werden Sie vielleicht jetzt wieder sagen. Aber nein, ist das nicht ein bisschen mickrig, gemessen an den Erwartungen, die man vorher hatte? Man muss die entscheidenden Punkte sehen. Dies ist ein ganz bedeutender Erfolg für die sozialliberale Koalition unter Bundeskanzler Helmut Schmidt. Und sie kann ihre Friedenspolitik im Innern und nach außen weiterführen. Dies ist zweitens eine deutliche Niederlage der beiden Unionsparteien und insbesondere ist es auch aus meiner Sicht ein Reifezeugnis, dass sich die Mehrheit
der Wählerinnen und Wähler ausgestellt hat. Sie wollen Franz Josef Strauß nicht als Bundeskanzler haben. Wir haben eben gerade im Präsidium der SPD zusammengesessen. Wir haben dem Bundeskanzler unsere Glückwünsche gesagt, wie allen wieder oder neu gewählten Abgeordneten und allen Helfern, Wählern natürlich, vor allem allen Wählerinnen und Wählern. Ich sage meinen Glückwunsch auch ganz besonders meinem Kollegenvorsitzenden der Freien Demokratischen Partei, der sich zu Recht freut über den besonderen Erfolg der Freien Demokraten. Was noch offen ist, ist natürlich, wie das im Bundestag geht. Wenn das so bleibt, dass die beiden wieder zusammen sind, dann sind sie halt die stärkste Partei. Sie haben allerdings dann auch noch eine Menge innerer Probleme, wie man gewusst hat und heute Abend wohl auch schon spürt aus den ersten Stellungnahmen. Das ist schon ein etwas skeptischer Blick in die Zukunft, Herr Brandt, in diese SPD-FDP-Zukunft in den kommenden 4 Jahren. Die Koalition hat gewonnen, aber die SPD hat eben auch nichts zugelegt. Und hier ist die Frage zu stellen, ob der Kanzlerbonus eben nicht gereicht hat bei dieser Wahlkampagne. Aber es geht doch jetzt nicht um das, was in den nächsten Tagen auch alles noch zu erörtern ist. Sondern wir müssen doch politische Menschen sein und feststellen, hier wollte man eine andere Regierung. Und stattdessen geht die Regierung mit deutlich verstärktem Vertrauen aus der Wahl hervor. Wenn ich es recht sehe, nach den Ziffern, soweit man sie bisher mitkriegt, gibt es einen Abstand von 40 Mandaten. Der Koalition. Ja, der Koalition. Genau, und darum geht es doch. Es geht hier aber darum, dass wir das... Meine Damen und Herren, im CDU-Hauptquartier im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn ist Franz Josef Strauß eingetreten. Ich schalte in das Konrad-Adenauer-Haus zu Hans Kressmann. Wir werden sehr genau in absehbarer Zeit wissen, wo wir anzusetzen haben. Das heißt, ich weiß es heute schon. Vielen Dank, Herr Strauß. Herr Ministerpräsident, für die ARD noch einige Fragen. Herr Ministerpräsident, stärkste Fraktion ja, aber das Ziel der Klasse, wie Sie selber gesagt haben, wurde nicht erreicht. Bleibt das jetzt Ihr Ergebnis? Sicher hinter Ihren Hoffnungen, aber wie weit hinter Ihren Erwartungen zurück? Vielleicht hätten wir noch ein paar Wochen Zeit gebraucht, denn wir haben ja in den letzten Wochen gewaltig aufgeholt. Wenn man daran denkt, dass die SPD ja unter Täuschung ihres Koalitionspartners auf die absolute Mehrheit gesetzt hatte, weit darunter geblieben ist, dass sie dann sich zum Ziel gesetzt hatte, sozusagen im Handstreich mindestens stärkste Fraktion zu bleiben, stärkste Fraktion zu werden. Anstelle der CDU-CSU. Das Ziel hat sie ebenfalls nicht erreicht. Und Helmut Schmidt hat in dieser Koalition heute mehr Schwierigkeiten nach diesem Wahlergebnis, als er in der Vergangenheit hatte. Mich braucht niemand zu fragen. Ich bin und bleibe bayerischer Ministerpräsident. Herr Ministerpräsident, bei der gewaltigen Wahlanstrengung, die Sie und Ihre Freunde gemacht haben, sehen Sie doch vielleicht hier und dort Fehler, oder? Würden Sie, anders gefragt, würden Sie einiges, wenn Sie nochmal anfügen würden, jetzt anders machen? Ich will zwar nicht im Wahlkampf Stil verfallen, aber es gibt nur einen vollkommenen Politiker, der nie in seinem Leben Fehler gemacht hat, nach seiner eigenen Einschätzung. Das ist Helmut Schmidt. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen. Ich habe mich bemüht, immer zu lernen, mich immer weiterzuentwickeln. Das gilt auch für heute Abend und für die nächsten Jahre. Eine letzte Frage, Herr Ministerpräsident. Sie haben gesagt, Sie würden einmal Kandidat, Bundeskanzlerkandidat sein. Wird Ihr weiteres oder wird das Verhältnis zwischen Franz Josef Strauß und Bonn von Abschied geprägt sein? Ich bitte Ihr, erstens bleibe ich Mitglied des Bundesrates und werde als Parteivorsitzender wie als Bundesratsmitglied, obendrein als Ministerpräsident eines der wichtigsten Bundesländer, sicherlich auch in Zukunft meine Stimme erheben. Aber ich bitte Sie um Entschuldigung, ich will Sie nicht belehren. Sie haben mich nicht ganz richtig zitiert. Ich war der Meinung, bin der Meinung und bleibe der Meinung, dass eine Kanzlerkandidatur immer auf eine bestimmte Wahl ausgerichtet ist. So habe ich meine Kandidatur aufgefasst. Diese Kandidatur ist für das Jahr 1980 nunmehr erloschen. Fast entspannt sitzen im Dehler-Haus in Bonn in der FDP-Zentrale mein Kollege Gerta Pelletier und der Bundesminister für Wirtschaft Graf Lambsdorff zusammen. Wir schalten um. Ja, dieses unser kleines Wahlstudio im Dehler-Haus ist in der Tat der ruhigste Ort, denn hier ist heute Abend, mit Verlaub gesagt, die Hölle los. Fast alle Journalisten Bonns haben sich hier zu dem erklärten Sieger dieser Wahlnacht begeben und auf den Gängen musste die Treppe schon zeitweise wegen Einsturzgefahr halb gesperrt werden. Minister Lambsdorff, wir wollen nicht zu sehr zurückschauen, aber eben haben wir es in den vorigen Interviews gehört, alle sehen dunkle Wolken über der Fortsetzung der Koalition. Sie auch? Nein, das ist sicherlich nicht richtig. Das Wahlziel der Freien Demokraten war eine Bestärkung liberaler Politik
durch den Wähler zu erfahren und gleichzeitig dann die sozialliberale Koalition fortzusetzen. Wir haben immer gesagt, wir wollen die Fortsetzung der Politik der Regierung Schmidt-Genscher. Dafür haben wir einen deutlichen Zuspruch des Wählers erfahren. Das ist ein guter Auftrag, natürlich ein verantwortungsvoller Auftrag für die nächsten 4 Jahre. Sie sind selbstbewusster geworden, das hat Ihr Vorsitzender Herr Genscher vorhin in einem Interview zugegeben, die FDP meine ich. Sind Sie nun auch anspruchsvoller geworden? Könnten Sie sich ein oder zwei mehr Ministersessel vorstellen? Hans-Dietrich Genscher hat gesagt, wir sind immer selbstbewusst gewesen. Wir sind auch dann selbstbewusst gewesen, Herr Pelletier, als wir in vielen Landtagswahlen der letzten Jahre Niederlagen erlitten haben. Wir wollen das nicht vergessen. Dies ist heute sicherlich Hochstimmung. Und wenn Sie sagen, hier ist die Hölle los, dann ist es eine sehr fröhliche und freundliche Hölle. Aber Genscher hat ebenso gesagt und in voller Übereinstimmung mit den Mitgliedern des Präsidiums, wir werden keine Ansprüche auf ein weiteres Ministeramt stellen. Es geht nicht um Personen, es geht um Inhalte von Politik. Und welches ist der wichtigste Inhalt, den Sie ändern wollen? Sie haben ja auch mal gesagt, Sie wollten in Ihrer Wahlaussage die SPD als stärkste Partei und damit den Sozialismus in Deutschland verhindern. Das scheint doch nun gelungen durch das Wahlergebnis. Dies ist sicherlich einer der Punkte, der für uns eine große Rolle spielt. Wir haben uns in diesem Wahlkampf deutlich auch abgegrenzt von den politischen Zielen der Sozialdemokratischen Partei. Wir haben unsere Eigenständigkeit betont und ganz sicher sehen wir, insbesondere wenn es zutrifft, was jetzt heute Abend schon gesagt wird, dass wir aus dem Lager zwischen FDP und CDU-Wähler abgezogen haben, darin einen klaren Auftrag dafür zu sorgen, dass in der Tat nicht gerade sozialistische Politik in Bonn gemacht wird, wenn ich es einmal so sagen darf. Die sozialliberale Koalition ist bestätigt worden. Der liberale Teil dieser Koalition ist noch mehr bestätigt worden und das wird sich sicherlich auswirken. Vielen Dank an den stellvertretenden Vorsitzenden der FDP und zurück an die Tagesschau. Noch vor diesen aktuellen Berichten und Interviews aus unserem Wahlstudio in Köln hatten sich weitere Spitzenpolitiker der Parteien zum Wahlausgang geäußert. Ich bin der Meinung, dass bei dieser Bundestagswahl stärker als bei vergangenen Bundestagswahlen der Wähler die Bedeutung der Zweitstimme, nämlich dass sie die entscheidende Stimme ist, berücksichtigt hat. Alle drei Parteien haben ja auf die Bedeutung, und zwar die entscheidende Bedeutung der Zweitstimme hingewiesen und entsprechend hat sich der Wähler entschieden. Wir sind froh über dieses Ergebnis. Sie haben vorhin auch mit Ex-Bundespräsident Scheel oben im Präsidium Ihrer Partei zusammengesessen. Haben Sie eigentlich auch schon darüber gesprochen, ob 52 Sitze, so wie es nach der letzten Hochrechnung aussieht, Ihnen ein Anrecht darauf geben, mehr Ministersessel zu fordern? Wir haben seit 1969 in dieser Bundesregierung eine gute Repräsentanz gehabt. Wir sind mit den Ressorts, die wir in der Regierung innehaben, gut vertreten in der gemeinsamen Entscheidungsbildung der Bundesregierung. Und das Bundestagswahlergebnis von heute gibt keinen Anlass, an diesen Gewichtsverhältnissen der Bundesregierung etwas zu ändern. Es geht nicht um Ministersitze. Aber Ihr Koalitionspartner selbst hat schon angedeutet, oder Stimmen aus dem Haus der SPD haben schon angedeutet, dass die FDP natürlich etwas selbstbewusster werde. Wenn Sie selbstbewusster geworden sind, Herr Genscher, was werden Sie als erstes dann fordern? An Selbstbewusstsein hat es uns eigentlich nie gemangelt. Wir hätten sicher sonst manche schwierige Periode unserer Parteigeschichte nicht bestehen können. Auch an solchen Abend darf man ja nicht vergessen, dass es auch andere Wahlabende gegeben hat. Und das meine ich, wenn ich sage, es gilt jetzt, das Vertrauen der Wähler zu rechtfertigen. Wir werden sehr hart arbeiten müssen, damit aus den Wählern, die sich heute Abend für die Freie Demokratische Partei entschieden haben, Stammwähler werden für die FDP. Und wir werden sehr hart arbeiten müssen. Zunächst ein herzliches Wort des Dankes an alle meine Freunde in der CDU-CSU, die in einer ganz unwahrscheinlichen Weise in diesen Wochen gekämpft haben auf den Straßen und Plätzen. Und ohne die auch dieses heutige Ergebnis ja gar nicht möglich gewesen wäre. Das ist sehr wichtig. Es hat sich bewiesen, dass die CDU-CSU die stärkste politische Kraft Deutschlands ist. Und das ist eine großartige Sache. Zweitens, ohne drum herum zu reden, wir haben unser Wahlziel nicht erreicht. Wir haben nicht die absolute Mehrheit der Stimmen erreichen können, der Sitze erreichen können. Wir bleiben in Opposition. Das heißt, wir respektieren, wenn auch nicht gerade mit Freude, sondern mit einem leichtbieteren Unterton, das sage ich ganz offen, nach so langen, harten Kampfwochen, dass uns der Wähler wiederum in die Opposition verwiesen hat. Aber wir respektieren die Entscheidung des Wählers, wir haben sie zu respektieren. Aber wir sind stärkste Partei geblieben, stärkste Fraktion geblieben im Bundestag.
Wir werden dann in der Opposition unseren Beitrag für unser Vaterland zu leisten haben. Und das kann ein und wird ein sehr starker Beitrag sein, denn unsere Themen sind ja die Themen dieser Republik geblieben. Es kann ja keine Rede davon sein, dass mit dem Wahltag die Probleme aufgehört haben. Sie beginnen ja erst, nicht zuletzt und gerade für die neue Bundesregierung. Alle Themen dieses Wahlkampfs bleiben auf der Tagesordnung. Dieses Ergebnis war nur möglich durch eine gewaltige Diffamierungskampagne gegen Franz Josef Strauß. Und auch das will ich ganz klar in diesem Augenblick sagen. Wir alle haben gemeinsam gekämpft. Ich sage es auch sehr persönlich, auch Franz Josef Strauß und ich. Wir haben gemeinsam gekämpft. Wir haben gemeinsam jetzt unser Ziel nicht erreicht. Wir werden gemeinsam auch diese Niederlage tragen und für die Zukunft weiterarbeiten. Zum Schluss unserer Sendung werden wir noch einmal ins INFAS-Institut in Bonn-Bad Godesberg umschalten, um über den letzten Informationsstand zu berichten. Das Berliner Abgeordnetenhaus hatte schon heute Morgen in einer Sondersitzung die neuen Berliner Bundestagsabgeordneten bestimmt. Traditionsgemäß wurden sie von den drei Fraktionen einstimmig gewählt. Die 22 Parlamentarier werden wegen des besonderen Status der Stadt nicht wie im Bundesgebiet durch die Bevölkerung gewählt. Nach der Sitzverteilung in Berlin entsendet die CDU 11 Abgeordnete nach Bonn, die SPD 10 und die FDP einen. Über den Ausgang der Parlamentswahl in Portugal liegt bis zur Stunde weder eine Trendmeldung noch eine Hochrechnung vor. Kurz vor Schließung der Wahllokale zeichnete sich aber eine Rekordwahlbeteiligung ab. Diese Wahl ist die siebte seit dem Sturz der Diktatur vor 5 Jahren. Ihr kommt deswegen eine besondere Bedeutung zu, weil das Parlament künftig verfassungsändernde Befugnisse haben soll. Seit 10 Monaten, seit der außerordentlichen Wahl im Dezember 1979, regiert in Lissabon die Demokratische Allianz unter Ministerpräsident Sacanero. Diese Koalition aus Liberalen und Konservativen hat im Parlament mit 128 Sitzen die absolute Mehrheit. Eine Parteiengruppe unter Führung der Sozialisten ist mit 75 Abgeordneten, eine weitere unter Führung der Kommunisten mit 47 Abgeordneten vertreten. Schon vor der Eröffnung heute Morgen um 8 Uhr hatten sich vor vielen Wahllokalen Schlangen gebildet. Über 7 Millionen Portugiesen sind diesmal wahlberechtigt. 11 Parteien und Wahlbündnisse bewerben sich um die 250 Sitze im Parlament. Der Wahltag ist für die Portugiesen zugleich ein Nationalfeiertag. Heute, vor 70 Jahren, wurde die Erste Republik ausgerufen. Das Ende der Monarchie war gekommen. Ministerpräsident Sacanero hatte seinen Gang zur Urne für heute Morgen 9:30 angesagt. Doch der Regierungschef ließ Journalisten, Pressefotografen und Schaulustige lange warten. Mehr als 1,5 Stunden später erst erschien der Ministerpräsident. Mario Soares, Parteichef der Sozialisten, kam pünktlicher und gab zusammen mit Frau und Tochter seine Stimme ab. Soares, einer der aktivsten Wahlkämpfer in der zu Ende gegangenen Kampagne, wirkte noch müde und erschöpft. Nach ersten Meldungen ist der Wahltag ohne nennenswerte Zwischenfälle vorübergegangen. Die Portugiesen haben noch eine spannende Wahlnacht vor sich. Mit brauchbaren Hochrechnungen ist nicht vor Mitternacht zu rechnen. Das vorläufige Endergebnis wird erst morgen früh erwartet. Und weil die Voraussagen über das Resultat der Wahl stark voneinander abweichen, ist die Nervosität in den Reihen der Spitzenpolitiker unübersehbar. Denn sogar Überraschungen scheinen möglich, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich. Selbstkritik bestimmt weiter die Tagung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei in Polen. Gestern hatte der neue Parteichef Kania zu einer moralischen Erneuerung aufgerufen und eine Säuberung der Führungsgremien auf allen Ebenen angekündigt. Noch schärfere Töne waren heute von der Basis zu hören. Mehrere Redner forderten, die Schuldigen der Missstände, die zu der Protestwelle der Arbeiter führte, zu nennen und zu bestrafen. Die Sowjetunion hat dem Iran angeblich Militärhilfe im gegenwärtigen Krieg mit dem Nachbarland Irak angeboten. Nach Darstellung des iranischen Rundfunks soll der sowjetische Botschafter in Teheran das Angebot gestern Abend Ministerpräsident Rajai unterbreitet haben. Rajai habe es jedoch mit der Begründung abgelehnt, die Beziehungen zwischen beiden Ländern seien dafür nicht gut genug. Die Sowjetunion hat auf diese Meldung bisher nicht reagiert. 3 Menschenleben hat heute ein Bombenanschlag auf ein Postamt in Tel Aviv gefordert. Zu dem Attentat hat sich eine Palästinensergruppe bekannt. 7 Personen wurden bei der Explosion verletzt. Nach Angaben der Polizei war die Bombe in einem Paket versteckt. Sie detonierte offenbar unter einem Schalter. Die ehemalige bolivianische Übergangspräsidentin Lidia Gayla hat sich heute auf ihrem Flug nach Paris bei einem Zwischenstopp in Frankfurt der Presse gestellt. Die 54-jährige Politikerin hatte seit dem Militärputsch am 17. Juli Zuflucht in der Mission des Vatikan in La Paz gefunden. Gestern durfte sie Bolivien an Bord einer Lufthansa-Maschine verlassen.
Frau Geiler rief ihre Landsleute auf, über alle politischen Differenzen hinweg einig zu sein, damit die Demokratie in Bolivien wiederhergestellt werden könne. Das Volk sei bei dem Putsch machtlos gewesen, weil es keine Waffen hatte. Deswegen sei es für das Militär leicht gewesen, viele Demokraten zu verhaften, sagte Frau Geiler. Obwohl es keine offiziellen Zahlen gibt, weiß ich, dass noch viele im Gefängnis sitzen. Andere können nicht ausreisen, weil die Junta es nicht erlaubt. Bei einer der größten Seenotrettungsaktionen der letzten Jahre sind alle 510 Passagiere und Besatzungsmitglieder des vor Alaska brennenden holländischen Kreuzfahrtschiffes Prinsendam in Sicherheit gebracht worden. Die Prinsendam treibt zur Stunde manövrierunfähig vor der Küste Südalaskas. Das Feuer war in der Nacht zum Sonnabend im Maschinenraum des 7 Jahre alten Luxusdampfers ausgebrochen. Es hatte sich schnell ausgebreitet, weil das automatische Löschsystem versagte. Bei 6 Meter hohen Wellen, Sturmböen und eiskaltem Wasser mussten die Passagiere meist stundenlang in den Rettungsbooten ausharren. Hubschrauber der Küstenwacht und mehrere Schiffe hatten erst nach 13 Stunden alle Menschen unverletzt geborgen. Die meisten Passagiere, vorwiegend ältere amerikanische Ehepaare, wurden vom US-Tanker Williamsburg aufgenommen. Einige wurden direkt an Land geflogen. Sie berichteten, dass es keine Panik gegeben habe. Diese Frau sagte, sie möchte sich jetzt erst einmal Unterwäsche anziehen. Dazu sei sie nicht mehr gekommen. Die Prinsendam, deren Kreuzfahrtziel Singapur war, ist zunächst aufgegeben worden. Bei ruhigerem Wetter soll noch einmal geprüft werden, ob das Schiff zu retten ist. Und hier, meine Damen und Herren, wie angekündigt, noch einmal zum Ausgang der Bundestagswahl. Wir schalten um zu Günter Siefert ins Infas-Institut in Bonn-Bad Godesberg. Ja, meine Damen und Herren, unser Computer wirft jetzt nicht nur Zahlen für die Hochrechnungen aus. Wir haben auch einige interessante zusätzliche Informationen. Demnach ergibt sich bei dieser Bundestagswahl eindeutig ein Nord-Süd-Gefälle. Die CSU hat in Bayern weniger eingebüßt als die Union im Bundesdurchschnitt. Für die SPD-regierten Länder wird Folgendes registriert. Hamburg, Bremen, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Hier hat die CDU weniger verloren als im Bundesdurchschnitt. Hier registriert auch die SPD Verluste. Die FDP hat sehr starke Gewinne in diesen Ländern. Die übrigen Parteien können wir in diesem Fall vernachlässigen. Ein Blick auch auf die Hochburgen der beiden großen Parteien. Zunächst auf die SPD-Hochburgen. Hier registriert die Union geringere Verluste als im Bundesdurchschnitt. Die SPD registriert Verluste auch in ihren Hochburgen, während sie im Bundesgebiet insgesamt ungefähr gleich geblieben ist. Die FDP registriert starke Gewinne. Die übrigen Parteien können wir im Augenblick auch hier vernachlässigen. Und nun ein Blick auf extreme CDU-Hochburgen. Extreme CDU-Hochburgen, das sind solche, in denen der Abstand zwischen den Unionsparteien und der SPD mehr als 30 Prozentpunkte beträgt. Hier verliert die CSU gewaltig, die SPD gewinnt geringfügig und FDP plus 1,3. Zunächst unter Willy Brandt und Walter Scheel und nun schon seit über 6 Jahren unter Hans-Dietrich Genscher und mir, die Gesetzgebungs- und Regierungsverantwortung trägt in diesem Lande, dass sie durch diesen Wahlausgang ganz entscheidend gestärkt worden ist. Wir hatten die letzten 4 Jahre im Bundestag eine sehr knappe Mehrheit von zusammen 10 Mandaten. Nach den gegenwärtigen Hochrechnungen sieht es aus, als ob wir 40 Mandate mehr haben würden als die CDU und die CSU. Damit lässt sich anständig regieren. Ich bin sehr zufrieden. Wir wollen Sie eigentlich ein bisschen nach vorne fragen, aber dennoch, heute war so viel von diesem vormaledeiten Kanzlerbonus die Rede. Sind Sie der Ansicht, dass der Helmut Schmidt nicht so gezogen hat wie die SPD? Oder hat er mehr gezogen, als die SPD vielleicht vermocht hätte? Sie dürfen den Kanzlerbonus sicherlich nicht nur auf die Sozialdemokratie beziehen. Sie müssen ihn auf beide Koalitionspartner beziehen. Außerdem ist das ziemlich wurscht, ob das nun Bonus war oder Verdienst oder was immer. Das Ergebnis zählt. Auf das Ergebnis kommt es an und das Ergebnis ist sehr befriedigend. Die Fortsetzung unserer Politik nach außen,
der Politik des militärischen Gleichgewichts in Europa möglichst durch Verträge auf niedrigere Ebene heruntergeholt und aufbauend auf dem Gleichgewicht der Verständigung mit all unseren Nachbarn auch im Osten, die werden wir jetzt ungefährdet fortsetzen können. Wir werden ungefährdet unsere Politik des sozialen Friedens im Innern fortsetzen können. Und ich bin ganz sicher, dass auch unsere Nachbarn in Europa im Norden, im Süden, im Westen und im Osten mit dem Wahlergebnis sehr zufrieden sind. Der französische Staatspräsident hat eben als erster gratuliert, hat mich sehr darüber gefreut. Und andere Telefonate sind angemeldet. Deutschland bleibt berechenbar und darauf kommt es an. Herr Bundeskanzler, es wird ja aber nicht nur im außenpolitischen Raum, sondern auch im innenpolitischen Raum Schwierigkeiten geben. Nun gibt es ein altes Wort, das sagt, Grausamkeiten muss man sofort begehen. Fallen Ihnen irgendwelche Grausamkeiten ein, wie Sie nun jetzt gleich begehen müssen? Die werde ich jedenfalls nicht Sonntagabend um 8 hier von Stapel lassen, Frau Krause-Brewer. Natürlich muss man in jedem Haushalt Grausamkeiten begehen. Das war vor einem Jahr so. Wir werden den Haushalt für 1981 im Laufe des November, Dezember im Kabinett verabschieden. Und wie alle Jahre bisher, auch in den Jahren, wo ich Finanzminister war, so wird auch in diesem Jahr natürlich der Haushalt innerhalb des Kabinetts umstritten sein. Das ist weniger eine Frage der beiden Koalitionsparteien, die verschiedene Auffassungen hätten, sondern es ist mehr eine Frage zwischen den einzelnen Ressortministern, unabhängig davon, welcher Partei sie angehören. Jeder sieht sehr wichtige Aufgaben vor sich, jeder möchte dafür Geld haben. Und der Finanzminister kann jede Mark nur einmal ausgeben. Wird es dann auch personelle Grausamkeiten geben müssen? Personelle Grausamkeiten? Nein. Nicht also keine jetzt. Neue Kabinettsliste, keine kleinen Änderungen, zumindest in Ihren Reihen? Das ist im Augenblick ein bisschen früh, überhaupt über personelle Fragen zu reden. Zunächst einmal muss es Gespräche geben. Herr Genscher wird seinen Viermann antreten, wie er gesagt hat. Ich habe ihn eben gehört im Fernsehen, er wird keine neuen Forderungen stellen, das hat er schon vor Wochen mir gesagt. Aber darüber müssen wir in Ruhe miteinander reden, dann gibt es Koalitionsgespräche. Wir haben jetzt eine Woche Zeit für unsere Gremien in den beiden Parteien. Und dann wollen wir uns erstmal ein bisschen ausschlafen und dann fangen wir an mit den Koalitionsgesprächen. Herr Bundeskanzler, bleibt es dabei, dass man in den Koalitionsgesprächen sehr allgemein bleiben will und einzelne feste Punkte gar nicht festlegen wird? Ich glaube schon, dass man einzelne Punkte festlegen wird, aber wir wollen nicht so sehr in allen Gebieten ins Detail steigen, wie wir das vor 4 Jahren gemacht haben. Das ist jedenfalls bisher die Auffassung von Herrn Genscher und von mir. Es wird sicher in beiden Parteien auch Frauen und Männer geben, die ein paar mehr Details im Vorwege festgelegt haben möchten als wir. Das wird ein langes Gespräch werden, das wird mehrere Tage dauern und wir werden sehen. Knappe Mehrheiten haben in der Vergangenheit der Bundeskanzler ja dazu geführt, dass die Fraktionen, die Koalition auch diszipliniert worden sind. Jetzt haben sie eine nicht satte, aber doch große Mehrheit. Wird das Regieren damit nun leichter? Ich denke an Rentenreform, Haushalt und Schuldenabbau. Ich glaube nicht, dass es schwieriger wird. Herr Bundeskanzler, es ist im Wahlkampf ja sehr viel Böses gesagt worden von beiden Seiten. Glauben Sie, dass die so viel zitierte Gemeinsamkeit der Demokraten sich dennoch wiederherstellen lässt, gesetzlichenfalls zum Beispiel, wir kommen in eine Krisensituation, wo das nötig werden wird? Der Bundeskanzler, und das darf ich sicherlich auch für meinen Partner Herrn Genscher sagen, ich sage es für die Sozialdemokratische Partei und darf es sicherlich auch für die Freie Demokratische Partei sagen, in kritischen Situationen sind wir bereit zusammenzustehen. Ich nehme an, auch die Erinnerungen an diesen Wahlkampf werden im Laufe der nächsten Wochen und Monate verblassen. Einiges wird nachbleiben, zum Beispiel die Verdächtigung, als ob einige der führenden Frauen und Männer meiner Partei sozusagen in einem fremden Auftrag tätig gewesen wären. Das muss vom Tisch. Was machen Sie jetzt, Herr Bundeskanzler? Ein Gläschen trinken, wenn es noch ein Gläschen Cola ist? Nee, Cola nicht. Das steht nur in der Bildzeitung. In Wirklichkeit trinke ich lieber Tee. Aber ja, weil ihr mir die immer hinstellt beim Fernsehen. Und morgen früh, Business as usual? Morgen früh schlafen wir erstmal aus. Vielen Dank und gute Nacht. Bedanke mich auch. Für heute.
Ja. Der Bundeskanzler, meine Damen und Herren, war ist zum Schluss der Tagesschau für die Reporter erreichbar. Wir haben deshalb etwas hart in die Bundesgeschäftsstelle der SPD umschalten müssen. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 6. Oktober. Das Satellitenbild zeigt über Deutschland unterschiedliche Bewölkung, während über England ein Wolkenband zu erkennen ist. Es gehört zu dem Ausläufer des Sturmtiefs mit Kern im Seegebiet zwischen Irland und Norwegen, der rasch nach Osten vorankommt und dabei Norddeutschland streifen wird. Die Vorhersage für morgen. Morgens im Süden in den Niederungen Nebel, danach wie in den mittleren Teilen Deutschlands heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Im Norden wolkig, zeitweise bedeckt und etwas Regen. Tiefsttemperaturen im Norden um 8 und Höchsttemperaturen um 14 Grad. Im Süden Tiefsttemperaturen um 5 und Höchsttemperaturen um 16 Grad. Im Süden meist schwacher, im Norden mäßiger bis frischer Wind aus westlichen Richtungen.